So, meine Lieben, willkommen zu Empyrion Galactic Survival. Frisch zur Gamescom gibt es natürlich auch immer frische Spiele und ich zeige euch jetzt mal was. Das wird, wenn es denn weiterentwickelt wird, wovon ich ausgehe, der absolute Überhammer. Denn das ist eine Kombination aus Space Engineers, was ich ja schon immer mal die ganze Zeit spielen wollte, und einem Survival-Spiel. Wobei die Survival-Komponente jetzt, sagen wir mal, warten wir einfach ab. Ich zeige euch das mal, ich gehe jetzt mal auf New Game. Nicht wundern, das Spiel hat keine Musik, beziehungsweise ich kann die Musik nicht mit aufnehmen, denn die Musik ist lizenziert und deswegen dürfen wir sie nicht verwenden. Oh, schade. Ist aber nicht schlimm. New Game. Ja, Testfeld 1, genau. Ich werde jetzt hier, es gibt Survival und es gibt Creative. Den Survival zeige ich euch in einem anderen Let's Play oder generell in einem Let's Play im Anschluss an diese Vorstellung. Ich spiele den Creative Part. Ist eigentlich egal, wie die Welt jetzt heißt. Und aus dem Omicron Orbit. Da startet man auf einem Raumschiff und genau das werde ich euch mal zeigen, denn nichts geht besser als genau dort zu starten, um dieses Spiel vorzustellen, denn ich möchte euch ja dafür begeistern. Das Spiel kommt heute irgendwann im Laufe des Tages raus, wahrscheinlich heute 18 Uhr, wie alle Spiele immer auf Steam rauskommen, und wird so 15 Euro kosten. Ja, mal schauen, was es kostet. Wir haben eine Vorabversion bekommen und über sowas freue ich mich natürlich immer. So, wir fangen hier an. Hier sieht man schon mal den Planeten. Das ist Omicron. Fliege ich mal mit dem Jetpack ein bisschen hoch. Das ist Omicron. Man sieht hier den Planeten genauso, wie er aussieht. Mit den Wasserflächen, Bergen und die Asteroiden, die vor sind, geben besonderes Erz. Aber das Besondere ist, das ist jetzt nicht nur Deko, sondern man kann da tatsächlich hinfliegen. Und wir machen das später natürlich auch. Jetzt gibt es hier aber im All nicht nur einen Planeten, sondern es gibt drei Planeten, die direkt nebeneinander sind. Nämlich hier diesen Eismond gibt es da noch. Und es müsste noch einen Lava-Planeten irgendwo geben. Ja, hier. Aber den sieht man jetzt nicht richtig. Ist aber auch egal. Denn wir fliegen jetzt erstmal in die Gegend. So, man kann hier überall in die Fahrzeuge, die man natürlich selber bauen kann, einsteigen. Zack, steigen sie ein. Fliegen wir mal hoch. Man kann auch in die Third-Person-Ansicht wechseln. Für Leute, die gerne Third-Person fliegen. Ich möchte jetzt erstmal hier zur Lightning oben. Und dann schaut euch die mal an. Also die ist, die ist Player designed. Und das finde ich hammermäßig. Also was derjenige hier geleistet hat. Ja, stop the chip. So, also schaut euch das mal an. Das ist alles, das sind alles einzelne Blöcke, die jemand irgendwie zusammengebaut hat. Und jetzt sieht man auch den Lava-Planeten mal. Der sieht richtig cool aus. Ich war noch nicht drauf. Aber das werde ich, das werde ich. Hier mit den Kanonen außen, hier die Triebwerke unten. Zusammengebaut. Das sind keine voreingestellten Blöcke, das sind alles ja, Thruster, die können, damit kann man bremsen, auf der anderen Seite sind Thruster, mit denen kann man beschleunigen. Die Leute aus Space Engineer werden das kennen, was man so braucht, um ein Raumschiff zu bauen oder generell um ein Schiff zu bauen. So, das ist die Luftschleuse, da kommen wir rein. Schauen wir mal als erstes, das ist ja der Creative Modus, brauche ich erstmal ein bisschen Sprit, denn die Karre hier kommt nicht weit ohne Sprit, wobei wir brauchen eigentlich keinen, doch ein bisschen Sprit gebe ich mal, denn ich möchte euch mal ein bisschen was zeigen. Kleines Schiff und dann suche ich Sprit. Ja, es ist ein bisschen unübersichtlich im Survival, denn da werden alle Items auf einmal aufgelistet. Ich weiß zwar, wie es aussieht, aber ich sehe es gerade nicht. Da, hier, das ist Sprit, genau. Und jetzt werde ich an jedem Fuel Canister, den ich vorbeikomme, werde ich mal ein bisschen Sprit reinhauen, denn die Karre hält nicht lange. Die braucht natürlich auch eine ganze Menge Sprit. Und ja, 20 Minuten haben. Aber das sollte reichen. So, jetzt schaut euch das mal an. Ich komme jetzt hier in so ein, ich gehe mal wieder auf Ego, in so einen Zwischenraum. Und wenn ich mich recht erinnere, ist hier hinten die Brücke. Nee, da geht's runter. Genau, ich zeige euch erstmal das, wie es hier runter geht. Schaut euch das an. Das ist alles von Hand designt. Das ist so eine Wohnarea mit einer Pflanze, Sessel, da kann man sich irgendwo draufsetzen. Und so Holztisch, das ist natürlich alles Deko. Also man kann Betten und den Fernseher kann man leider nicht benutzen. Aber immerhin richtig cool hier. Ein richtig schönes Bad mit Holzverkleidung. Eine Dusche, in die man nicht reingehen kann. Also richtig, richtig schön. Und so ist das ganze Schiff hier aufgebaut. Also da hat jemand tatsächlich Wochen gebraucht. Und das aufbauen hier auf der anderen Seite nochmal genau das gleiche. Und wenn ich hier runter gehe, ist das Captain's Quarters, wie ich es gerne nenne. Mit super geiler Aussicht auf Omicron. Auch riesigen Fernseher.
schön in die Ecke flitzen. Kann ich nicht? Kann ich das Jetpack anmachen? Ja, gut, dann. Schön in die Ecke flitzen und chillen. Yeah. Genauso muss es sein. Leute, aber... Ihr wollt bestimmt nicht nur die Mannschaftsquartiere sehen. Ich laufe jetzt nochmal. Das ist so das Mannschaftsdeck. Ich zeige euch jetzt einfach mal alle. Und zum Abschluss zeige ich euch mal, wie man in die... Wie es aussieht, wenn man fliegt und wenn man in den Orbit kommt. Denn das wird auf jeden Fall richtig cool. Hier unten, das ist der Keller des Schiffs sozusagen. Hier haben wir Sauerstofftanks. Die müssen natürlich auch gefüllt werden. Denn unten links sieht man Survival-Komponente, klar. Health, Food, Oxygen und Stamina. Das sind übrigens Kühlschränke. Die Kühlschränke, also die Nahrungsmittel, die man baut oder herstellt, die werden auch schlecht mit der Zeit. Und genau deswegen braucht man einen Kühlschrank, dass eben nicht mehr schlecht werden. Ja, die Survival-Komponente, klar, Health sollte logisch sein. Habe ich ja schon gesagt. Sage ich aber jetzt. Regeneriert sich nicht selber. Werde ich im Let's Play auch nochmal sagen. Food ist eigentlich logisch, ne? Essen kann man anbauen, kann man finden. Oxygen ist Sauerstoff. Denn, soweit ich das gesehen habe, hat man nur, gibt es kein Sauerstoffsystem für Räume, sondern man hat nur in seinem Raumanzug Sauerstoff und den muss man regelmäßig nachfüllen. Weiß ich gar nicht, was das hier ist. Science Lab. Achso, das ist nur Deko. Ja, und Stamina ist natürlich, wenn ich renne, so jetzt, geht die Stamina runter. Das hier ist wohl das Lagerdeck. Hier mit schönen Konsolen, die leider auch nur Deko sind. Noch, man kann nichts damit machen. Ja, und dann hier Storage Units. Und hier auch nochmal. Also ist sehr, sehr schön gemacht. Die Grafik ist okay. Wird sich aber mit Sicherheit noch verbessern. Ich kann euch gar nicht sagen, was das für eine Engine ist. Es sieht nach Unity aus. Aber spielt ja keine Rolle. Innen sind sie alle schön. Ja, wenn ich jetzt hier wieder rausfinde, zeige ich euch sogar noch mehr vom Schiff. So, hier ist der. Ja, hier, das ist halt alles. Das ist alles Storage. Da waren wir ja schon, das ist nur der Lift, der geht da drum rum. So, jetzt fliege ich mal direkt nach oben. Hier haben wir angefangen. Machen wir hier mal weiter. Das ist die Kantine. Ich finde es halt super, mit welcher Detailverliebtheit derjenige das gemacht hat. Richtig, richtig, richtig cool. Hier hört man auch schon die Geräusche. Also das ist auch wieder so ein Mannschaftsdeck. Hier nochmal einen Schritt reinknallen. Das ist auf jeden Fall so eine Mannschaftsdusche, was auch immer. Das ist der Food Processor. Ja, hier sieht man auch, was man alles für Essen machen kann. Hier natürlich Medkits, Medikamente, klar, gegen alle möglichen Verletzungen. Und dann hier, es gibt zig Essen. Grilled Steak, Popcorn, Space Fries, Bread kann man selber machen, Käse, klar, Mehl für Brot, Rippchen, Salami, Schinken, also alles, was es jetzt begehrt. Das geht hier unten noch weiter. Das sind die Sachen, die man anbauen kann. Fruchtkuchen, Kürbiskuchen. Richtig geil, also es gibt so viel und es kommt hundertprozentig noch mehr. Aber, jetzt zeige ich euch mal die Brücke, wenn ich sie denn finde. Was ist hier denn blau? Ah ja, gut. Das sind die Quarter zum Erholen. Richtig cool. Und ein Ikea-Schrank haben sie auch, cool. So, ich gehe mal noch ein Stückchen weiter hoch. So, das hier, meine Damen und Herren, ist die Brücke. Richtig cool, wow, Jetpack an. Richtig cool, richtig futuristisch gemacht. Und gefällt mir richtig gut. So, man kann sich halt überall hinsetzen. Hier der Kartentisch. Aber fliegen kann man dieses Monstrum nur von hier oben. Bam. So, jetzt bin ich am Steuer. Ich schalte jetzt mal in die Außenansicht. Da ist das Shuttle. Ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas. Und ihr seht da rechts, Power Left, 20 Minuten. Wenn ich jetzt mal Gas gebe, das ist nur noch eine Minute. Aber, also es ist schon geil. Man kann auch feuern. Ich möchte jetzt eigentlich gar nicht zu viel mit dem Teil rumfliegen. Denn es braucht eine ganze Minute. Und... Ja, also man kann rumfliegen. Man kann leider mit dem Schiff nicht in die Atmosphäre von Planeten eintauchen. Denn das würde zu weit führen. Und es ist natürlich riesig. Da kann hier verschiedene Waffen. Jetzt glaube ich, habe ich mein Shuttle weggerammt. Ist aber nicht schlimm, dass ich das Shuttle weggerammt habe. Denn es gibt hier noch eine Raumstation irgendwo. Und von genau da werden wir uns ein Shuttle borgen. Beziehungsweise brauchen wir gar nicht. Denn das Raumschiff hat Shuttle an Bord.
Die muss ich jetzt nur mal finden. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Dafür gibt es, glaube ich, noch einen zweiten Lift. Mal schauen, ob ich den finde, den zweiten Lift. Der... Man kann hier draußen nämlich schauen. Die Shuttle Base sind da hinten. Hier scheint die Sonne rein. Schön. Wo sind denn die Shuttle Base? Oder hat das ja gar kein Shuttle Bay mehr? Ach, ich glaube, das war das alte Schiff, was Shuttle Base hatte. Das neue hat jetzt gar keine mehr. Das wäre natürlich jetzt tragisch, wenn ich zeigen könnte, wie man fliegt. Hier gibt es noch einen zweiten Lift. Schauen, wo der hinführt. Ah ja, der führt auch nochmal zum Mannschaftsquartier. Okay, also ich finde das super, dass derjenige, der das hier designt hat, so designt hat, wie es ist. Und wieder aufwärts. Ach ja, genau, richtig. Das ist auf jeden Fall mal richtig cool zu wissen. So sieht eine Farm aus. Also, ne, man kann das dann hier abernten. Man braucht diese speziellen Pötte hier, das sind spezielle Blocks. Die kann man benutzen. Und darüber braucht man dieses Growing Light, denn nur mit dem geht's. Ich denke, ich werde jetzt mal... Wo ist denn die Raumstation? Ich glaube, ich habe nicht die Raumstation weggerammt. Das ist ja natürlich sehr fatal, habe ich aber nicht. Bin ich mir sicher. Denn die ist so riesig, die kann man gar nicht wegrammen. So, jetzt muss ich nur mal wieder rausfinden. Aus der Luftschleuse. Da, wo ich reingekommen bin, genau hier. Sauerstoff habe ich ja im Creative unendlich. Hep. So, Jetpack an. Und dann schaue ich mich mal um. Also, so sieht die Karre von außen aus. Das ist natürlich richtig cool. Und ich habe das Shuttle weggerammt. Wo ist jetzt die Raumstation? Wo bist du? Ach, da hinten ist die. Okay. So, ich schau mal, dass ich da hinkomme. Ist natürlich blöd, dass ich jetzt das Shuttle weggerammt habe. Und die ist einen Kilometer weg. Es wird ein bisschen dauern. Aber das muss ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Ah ne, da hinten ist das Shuttle. Ich habe das Shuttle nur weggeschossen. Oh, ja. Das Spiel kommt jetzt bald raus. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich gehe aber mal davon aus, dass euch das gefällt. Denn mir gefällt sehr und deswegen mache ich auch ein Let's Play davon. Muss unbedingt sein. Kann nicht sein, dass es nicht ist. So, wir gleiten hier friedlich durchs All. Mit 8 Metern pro Sekunde. Was bedeutet, dass wir in ungefähr eine Minute bei unserem Ziel ankommen werden. Und ich muss mal schauen, auf welchem Planeten ich lande vielleicht. Mal schauen, schaffe ich es in der Folge noch bis zu Omikron. Aber eigentlich ist egal, ich will euch nur mal den Atmosphäreneintritt zeigen. Und dann auch wieder rausfliegen aus dem Orbit. Das ist total cool. Also das erfüllt mein Herz für Leute, die auf Star Citizen und so weiter warten. Oder die generell Raumschiffspiele lieben, wo man einfach direkte Übergänge hat. Hat man ja bei Star Citizen, wird man es nicht haben. Es gibt keinen atmosphärischen Flug. Es wird einfach so eine Ladesequenz geben. Und deswegen finde ich das hier besonders cool. So die BS Booba. So, hier seht ihr auch die Research Station. Ist von einem beziehungsweise von einem Spieler gebaut worden. Und die Entwickler haben einfach gesagt, ja cool, das was ihr macht ist richtig, richtig geil. Deswegen bauen wir das einfach mal in unser Spiel ein. Momentan gibt es eben diese drei Planeten. Hier diesen Lava-Planet, den Eisplanet und so. Da kann man auch überall hin. Und es wird im fertigen Spiel, ich weiß nicht, ob es irgendwann eine prozedural generierte Welt geben wird. Das wird sich zeigen. Aber so gefällt es mir auf jeden Fall auch schon so. Ich lasse mir mal ein bisschen Sprit rein und dann fliegen wir mal los mit der MS Booba. An die Karre. Hoch und los. Wir fliegen jetzt hier mal los. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal auf dem Lava-Planeten landen. Oh, wir bewegen uns mit 110 Meter pro Sekunde. Das ist eine Menge Geschwindigkeit. Und von außen sieht die ganze Sache so. Also man sieht, je nachdem wie ich mich bewege, also genauso wie bei Space Engineers, sieht man die Thruster, wie sie beschleunigen. Oder wie sie auf jeden Fall ausstoßen. Man kann mit der Maus angeben. Und mit WASD, beziehungsweise mit W und D kann man beschleunigen oder negativ beschleunigen. So, das ist jetzt cool. Hier sehen, kommt uns schon die Wolkendecke entgegen. Und dann halten wir direkt
auf den Orbitor und... So. Richtig schön mit Atmosphäreneintritt. Der Winkel ist in dem Fall egal. Wenn ich in dem Winkel eingetreten wäre, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht überlebt. Aber so, das war's, ne? Man sieht auch schon, wie sich jetzt hier die ersten Sachen materialisieren. Ich gebe mal den Winkel ein bisschen flacher an, dass man die Oberfläche von dem Planeten ein bisschen sieht. Man kann natürlich auch in der Atmosphäre fliegen, kein Problem. Und ich werde jetzt hier in dieser Lava mal... Ich werde nicht landen. Ich möchte euch auch noch zeigen, wie es aus dem Orbit wieder rausgeht. Also man sieht es hier. Der Flug, unten baut sich jetzt so ein bisschen die Umgebung auf mit Pflanzen und allem möglichen, was es hier gibt. Ich habe noch gar keine Erze gefunden, aber das poppt dann immer automatisch auf. Hier die Lava, richtig schön. Ja, das war's mit dem Rundflug. Wir verlassen den Orbit wieder. Das sieht nämlich genauso cool aus. Ich mache es aber mal ein bisschen steiler, dass es schneller geht. Da bekommt... Das habe ich... Weiß ich nicht. Das ist die Begrenzung der Welt. Da kann man nicht drüber. Man kann zumindest nicht drüber fliegen. Ich habe aber auch noch nicht probiert, drüber zu gehen. So, der Sonne entgegen. Zack, 500 Meter bis zum Orbit. Ich weiß gar nicht, ob man in die Sonne reinfliegen kann. Ich glaube aber nicht. Auf jeden Fall ist die Sonne ein bewegliches Objekt am Himmel. Immer auf die Sonne. So, da oben sieht man auch schon den nächsten Planeten. Also das ist nicht nur Deko, das ist tatsächlich richtig begehbar. Das, was man hier sieht, das kann man auch begehen. So, Atmosphärenaustritt. Zack, wieder Weltraum. Kurzer Laderuckler. Findige Programmierer werden wissen, wie das hier gemacht ist. Nämlich über ein Instanzierungssystem. Aber ich will gar nicht zu viel verraten. Jetzt bin ich wieder in der Atmosphäre. Immer hin und her. Ne, bin ich gar nicht. Aber egal. So, mehr wollte ich gar nicht zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann ab nächstem Mal beim Let's Play. Viel Spaß auf der Gamescom. Wer mich und oder den Darathon sehen will, wir sind Donnerstag den ganzen Tag da. Schreibt uns einfach irgendwo runter. Schreibt uns per Steam, schreibt uns per YouTube. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis dann. Dauert alles, auch das Tauchen von Munition dauert immer ein bisschen. Das wird kurz sehr gut. Wave 4. Das kriege ich hier. Ach genau, Granaten haben wir auch noch. Die können mit mittlerem Ausdruck werfen und den Mund reduzieren. Und das ist ein bisschen tricky, denn genau.